Moin, ein paar Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. So, letzte Folge sind wir stehen geblieben, weil ich essen gegangen bin. Wir machen jetzt mal das da. So. Wir markieren uns das. Oh nein, jetzt bin ich wieder ins Portal gegangen. Warum ist die Musik so laut? Ist die immer schon so laut? Macht die Musik mal ein bisschen leiser. Glaube ich, alles ein bisschen. Mach, glaube ich, hier mal es auf 90. Machen wir alles so ein bisschen. Ich mach mal so. So, okay. Gut. Damit das Game ein bisschen nicht so krass ist. So. Gut, hier teleportieren wir uns hin, dann gehen wir nach Norden und dann machen wir den nächsten Dungeon. Ich bin gespannt, was für ein Boss da auf uns wartet und was der wundersame Boss so tut. Was ist das? Warum ist der Vergleich aus? Hier. Oh, 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 was war das? Krass. So, machen wir den Quatsch gerade kaputt. Okay. Immer schön kaputt machen den Stuff. Meine Frage ist, ist das Game so laut? Das Game ist übel laut, kann das sein? Warum ist es so laut geworden? Eieieiei. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass man mich nicht mehr hört. Wie viel bin ich denn? Minus 10 Dezibel? Wenn ich hier baller? Ah, ist ein bisschen leiser. Sollte man mich nicht verstehen, sag einfach Bescheid. Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner mit Schattenschaden tötet, erzeugt ihr 10 Energie. Digga, das wäre ja geil. Kann ich einen Punkt irgendwo rausnehmen? Shit. So. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner mit Schattenschaden töte, erzeuge ich 10 Energie, also. Kann ich ja nochmal mehr. Ja, das muss ich auf jeden Fall skillen. So, wir haben das Ziel erreicht. Ach krass. Gepeinigte Ruinen, da waren wir ja schon mal drin. Auch eine Frage. Ich habe jetzt den Schuss hier dabei. Kann ich nicht rausnehmen. Ja, ich muss warten, bis ich nochmal Level up habe. Okay, in dem Dungeon waren wir schon mal. Und zwar war das von der Hauptquest, aber jetzt kann ich da nochmal reingehen. Was ja schon ganz cool ist. So. Lol, der sitzt einfach da. Ich dachte, warum steht der nicht auf? Warum macht der nichts? Aber der... War das schon immer so rum, das Dungeon? Das war doch... War doch sonst immer anders rum, oder? Was ist das denn? Okay. Wer ruft denn da? Macht echt nicht so viel Damage. Scheiße. Also die Dinger sind so mies. Da.
mehr drin her. Komm noch mehr. Komm noch mehr. Hören Sie auf, bitte. Okay, es dauert noch ein bisschen, bis wir Level Up haben. Wir sind erst 18. Ja, das wieder kaputt machen. Ja, ich glaube, ich will wieder den Pfeil haben, der entweder durch die Gegner durchgeht oder den Pfeil, der Gegner sucht. Ach du Scheiße. Habe kaum noch Energie. Aber das machen wir gleich mal, wenn. Was hat denn da Wächter? What the fuck? Was ist das für einer? Ich bin geschwächt. Bruder. Was? What? Hier ist einfach ein Bossgegner. Ich bin noch nicht beraube mehr Energie. Digga. Verarschen? Bin gestunt. Ich hab nicht genug Energie. Kann ich ihn irgendwie einsperren? Ach du Scheiße. Junge, what? Warum kommt da einfach so ein krasser Überboss? Habe ich nicht kapiert. Kommt jetzt nochmal? Nee. Es war einfach der Butcher da, Alter. Aber der Butcher ist doch tot. Okay, wir haben ein halbes Level bekommen. Ist das jetzt hier der Bossgegner von dem Dungeon gewesen oder was? Ach, Scheiße. Okay. Wo geht's hier hin? Ach, Scheiße. Was ist das denn? Wow! Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Also die zwei Burschen killen. Das macht kaum Schaden, der Schuss. Also mein Problem ist echt die Energie hier mit dem Bild. Was haben wir hier? Was ist das für ein Ding? Ich brauche mehr Energie. Töte den Aldergrim. Ist das der linke Aldergrim? Alter, mach nicht so.
Ja, ich hab halt gar keinen. Gar keine Energie mit dem Bild hier. Man, die Deppen können ja eh nichts machen. Dafür bin ich wendig. Ich muss halt nicht da an die Gegner ran. Das ist ja auch ein Vorteil. Nutzt den Torschlüssel, um irgendwas zu öffnen. Habe ich jetzt den Torschlüssel? Wo ist denn das Tor? Okay. Jo, was ist das für ein Viech? Succubus-Elite? Ich habe keine Energie mehr. Investiert. Autsch. Bin schon wieder gefiert. Ja, so sieht es nämlich aus. Okay. Okay. Yo. Hä? Gut. Ach, das war doch einfach. Ach, das war gar nicht der Boss. Interagieren. Ich bin verwundbar. Wow. Autsch. Okay. Haben wir die Nebelwand ausgeschaltet. Bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Bösartiges Stratum. Kann ich nicht da irgendwie mehr Gegner pullen? So. Vielleicht kommt das eine gute Idee. Ich habe kaum noch Energie. Alter, die schießen so komische Kugeln. Hey, wo kommen die Kugeln her? Elite Gegner. Ist schon ganz schön hassig. Jo, wo kommt er her? Crazy. Ganz schön übel hier. Noch mehr Viecher? Ich glaube, ich muss umscalen. Ich glaube, das ist noch nicht der richtige Bild, den ich hier habe. Also gegen viele Gegner, die in der Reihe stehen, das ist geil. Aber gegen Bosse zum Beispiel ist es ein bisschen schwer. Ich hab da eben gesehen, wie der Schlechter mich umgenietet hat. Oh nein, ich hab die Tür aufgemacht. Oh shit. Oh doch, wenn ich wäsche. Bumm. Oh, hallo E-Bams. Ja.
Typ ist nicht gestorben. Ne, da ist er. Ich brauche mehr Energie. Faustschild. Nochmal Druckwelle. Kugelfürst. Ah, das ist von Diablo 2, so ein Typ. Oh, da ist noch einer. Geil. Jetzt haben wir Stufe 19. Ne, da geht's nicht lang. Ich laufe noch schnell, solange ich das Ding hier habe. Oh, oh. Bam, bam, bam. Oh. So. Gehen wir kurz in den Raum hier. Okay. I don't know. Klingensturm, Schraubklingen. Also ich glaube, ich gehe auf das hier. Das hat mir irgendwie mehr gebracht. Jeder dritte Einsatz macht ihr unverwundbar. Immer wenn der Einsatz von Sperren mindestens viermal abprallt, erhält euer nächster Einsatz eine 20% erhöhte kritische Trefferchance. Hier macht ihr verwundbar. So. Also ich glaube, ich gehe auf das da auf jeden Fall schon mal. Schnellfeuer ist nicht so geil. Dann. Den Dash finde ich, der ist perfekt. Und dann weiß ich nicht. Erfüllt eure Waffen mit frostiger Energie, die die Gegner unterkühlen. Unterkühlten Gegnern 5% mehr Schaden zu. Die Bewegungsgeschwindigkeit unterkühlter Gegner verringert sich. Glückstreffer. Pfeilhagel. Solange ihr mindestens 4 aktive, steigt eure kritische Trefferchance um 8%. Ich muss erst was skillen. Schattenschritt, Krähenfüße. Ich glaube, ich gehe auf Frost. Fähigkeiten mit Kälteinfusion fügen Gegnern, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, 20% Schaden zu. Dieser Bonus verdoppelt sich gegen eingefrorene Gegner. Kälteinfusion ist das. Frage, warum habe ich den einen Skill jetzt hier noch? Ach so, den habe ich, okay. Moment, der muss dahin und das ist das da. Und dann würde ich gerne... Moment, ich nehme mal den raus. Nee. Ich nehme den raus und mach den rein. Und nehme den raus. Dann so. Probieren wir es mal mit Kälte. Man könnte auch Gift spielen. Ich weiß auch nicht, ob ich dunkler Schleier. Aber hier kriege ich halt noch mehr Crit.
Ihr fügt gesunden und verletzten Gegnern 6% mehr Schaden zu. Das ist krass. Ihr fügt verwundbaren Gegnern mehr Schaden zu. Okay. Testen wir das mal so. Die haben sich von mir an mir. Meine Seele. Bitte entreißt sie ihnen. Wer ist das? Lasst es enden. Ich habe nicht genug Energie. Ja, ich hab echt nicht viel Energie. Ich muss halt echt mal was finden, dass ich mehr Energie bekomme. Halten die gegen den? Auch meine Knochen wieder. Nein. Waren das alle? Bitte. Ah. Ereignis abgeschlossen. Roher Schädel, roher Saphir. Okay, das ist aber nicht das. Das war einfach nur ein Ereignis und nicht der Kammer der Berufung, muss ich. Okay, so mache ich auf jeden Fall mehr Schaden. So läuft es schon mal besser. Oh. Krass, ich hab den vereist. Was habe ich bekommen? Widerstand gegen Kälte, Widerstand gegen Gift, Schaden gegen folgende Gegner verlangsamt. Ja, geil. Das ist gut. Wenn ich halt sehen würde. Ich bin noch nicht bereit. Aua, was hat denn da so viel Damage gemacht? Wenn ich sehen würde, wer verlangsamt ist und wer nicht. Fand ich ein bisschen krasser. Kiste. Boah, der Dungeon hier ist echt groß.
wie die dashen können, die Viecher. Also ich muss jetzt echt nur... Ich muss jetzt echt nur das Energieproblem in den Griff bekommen. Mit irgendeinem Item oder keine Ahnung was. Blutkugel. Seltener Fokus. Sag mal. Kommen die denn alle her? So, wie lange ich gestunt bin. Ich brauche mehr Zeit. Okay, der ging ein bisschen in die falsche Richtung. Aua! Aber wenn man ganz nah an den Gegnern dran steht, dann macht der Skill auch richtig Schaden. Sind echt krass. Okay. Digga. Üble Viecher. Ein Schild. Was soll ich mit einem Schild? Okay, da unten geht's nur in die andere Richtung. Dann, was heißt diese Eins da? Achso, jeder dritte Treffer. Macht die Ziele verwundbar. Geißel des Landes. Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Wow. Hey, ich hab's doch gerollt. Oh, jetzt kommt die Viecher auch noch. Digga, mit was für ein Scheiß schießen die? Was ist denn jetzt los? Alter, was ist denn jetzt passiert?
Wow, 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 wow. Ah! Viele Viecher. Ich muss so krass ausweichen. Oh, ich wollte eigentlich nach oben dashen. Autsch. Die schießen ja von überall. Ich muss so vielen Dingern ausweichen. Wo ist denn der Typ? Ah, da hinten. Oh, der hat gesessen. Krass. Ich glaube, wir haben ihn gleich. Ja. Oh, meine Hand. Der hat ja nichts gedroppt. Wir haben irgendeinen Aspekt freigeschaltet. Aber immer noch nichts für meine Klasse. Alter. Wo gibt's denn was für meine Klasse? Okay, raus hier. Hallo. Ich muss doch mal irgendwann was für mich geben. Das ist ein Schatzgoblin? Ja, es gibt Schatzgoblins. Ich bin noch nicht bereit. Egal, lass mich hinterher. Go, 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 go. Ich bin noch. Bleib doch stehen. Krass, ich hab meinen ersten Schatzgoblin gekillt. Crazy, mein erster Schatzgoblin. Jetzt ist die Frage, was gibt es da oben noch? So hier in dem Bereich. Nichts mehr, oder? Also hier kann man das nicht aufdecken, glaube ich. Das ist so geil, wie die festfrieren. Okay, hier gibt's nichts mehr. Jetzt müssen wir hier hin. Kann ich hier lang gehen? Ja.
Und Amethyst. Oh, warte, wir können schnell zum Schmied. Und die Sachen mal wegmachen. Schaden gegen das Schaden des Typs Kälte. Schaden des Typs Schatten. Können wir beide nehmen. Schaden gegen entfernte Gegner. Noch besser. Gut. Was darf sein? Was darf sein? Alles wegmachen. So, danke. Was darf sein? Hä? Oh, hier sind Kräuter. Beißbeere. Wieder so ein Fleischkatapult hier. So, in dem Keller da hinten war ich schon. Ah, hier bin ich. Moment. Lass mich hier rein. Spenst mit dem? Halt das den? Keine Energie. Aua. Das hat mir wehgetan, mein Freund. Okay, der ist immun. Kann ihm immer nur Damage machen, wenn die Viecher hier kaputt sind. Aua, aua. Irgendwie zu wenig Schaden. Ich brauche mehr Zeit. Alter. Ich hab keine Pots mehr. Nein, der ist entkommen. Boah, ich mache echt wenig Schaden. Kann das sein? Schade. Alex, das geht. Schon ein bisschen wack, wenn ich die Sachen hier nicht schaffe. Vielleicht muss ich doch meine Sachen irgendwie aufwerten. Aber egal. Was haben wir denn hier? Vergessene Archive. Huntress am Start, ja Mann. So, Sold und Kohl oder was? Tor des Lernens. Aha. Das ist ja die Hölle. Bisschen Gold, bisschen Gold.
Was ist das? Schlitzer! Alter, was ist das? Ein Schmaragd? Katzen die? Ich muss sie alle kiten. Gibt's doch gar nicht. Ich bin noch nicht bereit. Irgendwie muss ich mehr Damage machen können. Die werden ja null weniger, die Typen. Ich krieg zwar auch keinen Schaden so. Ah, das ist ein riesiger Typ hier. Noch so einer. Junge. Game ist echt hart. Aber finde ich geil. Also es macht mir mehr Spaß, wenn das so schwer ist. Artillerie-Schreib, oh geil. Das geht ab. Toll! Wo bin ich hier? Ich bin noch nicht bereit. Okay, der Schrein ist weg, aber ich habe den Boss geschafft. Mika des Schreiters. Autsch. Alter, der scheiß Punker da oben. Stiefel. Also ich krieg schon gute Gegenstände jetzt mittlerweile. Eine Tür wurde geöffnet. Axiale Kammer. Ich bräuchte mal irgendein kleines Pad, was mir die Sachen immer aufhebt. Sarg des Totenbeschwörers. Oh, Diener.
Zeit. Alter. Stirb! Jawohl. Scheiße, ich komm nicht raus. Autsch. Ja, wir haben... Okay, wir haben einen Diener, dann haben wir's. Sehr gut. Big Oof. Wir hören ja gar nicht auf, das Typen. Bin ich jetzt umsonst hier hingelaufen? Okay. Hier ist schon mal nix. Ein paar Bücher und so. Ja, ansonsten war es das hier auch. Gehen wir mal da oben gucken. Wie viele Schüsse ich alleine für einen normalen Gegner brauche. Was habe ich jetzt genommen? Alter, was ist mit Pratt los? Muss ein Bronzespieler spielen, die nichts raffen? Keine Ahnung. Das ist schon richtig da sein, Demo. Schon wieder so ein Elite-Typ. Kann er nicht abknallen. Alter, so. Haben wir's gepackt. Okay. Hier war doch gerade niemand mehr. Warum, wo kommt die denn her? Crazy. Haben wir hier nichts? Sehr gut, der ist tot. Oh, ich hab meine Rüstung nicht. Sehr gut. Ah, da ist das erste Teil. Kommt wahrscheinlich ein Boss-Gegner, der ist beschützt. Ich brauche mehr Zeit. Ja.
Alter, was hat wehgetan? Warum haben die so viel Schaden? So, das muss ich jetzt da runterbringen, hä? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man zwei so Kisten tragen muss, aber ich glaube, man muss erstmal eine nehmen und die kann man dann runterbringen. Und dann dahin stellen. Tor des Lernens. So. Jetzt schauen wir mal hier links noch. Hier ist noch ein Schrein. Ah ja, geil. Da ist das Teil. So. Okay, nächste Kiste. Draufstellen. Sarg des Totenbeschwörers. Ja, Sarg, das heißt, der ist da drin. Okay, unter einem Totenbeschwörer habe ich mir was anderes vorgestellt. Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Schaffe ich niemals. Autsch. Okay. Aua! Digga, das gibt's doch nicht. Die Dinger sind so. Ich bin tot. Geistrufer des Frosts. Kann man hier Leute einladen? Jo, der ist einfach schon Level 44. Webinfo, lol. Tagebuch. Nebenquests. Herstellung von Edelsteinen. Ja. Kein Spieler zum Betrachten verfügbar. In Gruppe einladen zum Handeln. Chat öffnen. Hallo. Mitte. Links. Okay. Gut, dann müssen wir es nochmal probieren. Also, ein Level haben wir noch.
Fügt unterkühlten Gegnern 5% mehr Schaden zu. Nächster Rang Unterkühlung erhöht sich auf 28%. Ja. Ich glaube, ich würde gerne das hier so weit erhöhen, wie es geht. Dass es einfach maximalen Schaden macht, so. Oha, wo kommen die jetzt wieder her? Ah ne, der ist unter mir, der Boss. Okay. Tor des Lernens. Okay, der lässt mich aber auch nicht mehr raus. Da muss ich aufpassen. Sieht ja ganz gut aus. So kann er mich nicht treffen. Oh, jetzt macht er noch so ein Ding. Alter, warum ist er so schnell? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Nein! Da kommt wieder Schlitzer. Fuck. Autsch. Go, 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 go! Damage, 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 damage! Jawoll! Boah, das war doch gar nicht so schwer. Wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht so schwer.
Junge, Portal abgeschlossen. Sehr geil. Wir haben es geschafft. Also bisher haben wir jeden Boss gepackt. Oha, jetzt habe ich was. Wenn ihr einem Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 240 Schaden absorbiert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 3 Sekunden auftreten. Geil. Das muss ich mir jetzt irgendwo einbauen. Da ist ein Ereignis in der Nähe, das probiere ich nochmal. Mal gucken, was es ist. Wo geht's denn hier hin? So. Ist das wieder der Baum? Ah, den packe ich da nicht. Kann nicht sein, dass diese Rennen so schwer sind. Oh, da ist noch ein Boy. Aber Stufe 15. Komm, Damage, Damage, Damage. Der ist einfach neu gespawnt. Oh Gott. Oh, wie kann er dem so viel Schaden machen? Digga, der ist Level 15. Alter, what the fuck? Ich brech mir hierhin ab und der geht da hin und macht zack, zack, zack und der Gegner liegt. So, ich geh mal gucken, was da hinten noch ist. Ein Haus. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, lass uns mal in die Stadt gehen und da gucken wir dann, ob ich jetzt dieses Ding einsetzen kann. Ich habe einfach Level 21 erreicht, ohne dass ich was gemacht habe. Wild. So. Das machen wir jetzt noch. Mhm. Aha. Aha. Okay. Einmal zur Schmiede. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Rüstungen, Waffen. 48.000 kosten hier irgendwelche Waffen. So, wer ist das hier? Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen ist. Sorgt euch nicht, Petr. Petr. Die Kathedrale wird euch nicht aufgeben. Was geht hier vor? Ah, gut. Ihr seht fähig aus. Ich könnte zwei zusätzliche Hände gebrauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Wir treffen uns dort im Keller. Und macht euch darauf gefasst, ein Wunder zu bezeugen. Ein Wunder zu bezeugen? Hier im Keller, oder was? Eisiger Keller. Hey, wie kommt man denn da rein? Das sieht aus wie ein Kamin. Wild.
Hier unten ist es kälter als da draußen. Ja, nachts ist es kälter als draußen. Ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Schwester Octavia. Nehmt meinen Kelch und platziert ihn vor dem Jungen. Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen suchen. Mhm. Das ist ein Riesenkeller. Okay. Hier ist der Kelch. Ich weiß, dass es die gängige Methode der Kathedrale ist, die besessene Person zu verbrennen. Manche Geistliche können recht verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Hier wird das nicht passieren. Oh, dem Licht sei Dank. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit... Erbärmlich. Das Kind gehört mir. Gütiger Engel, mein Sohn! Lasst das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind verbirgt. Vater, treibt diesen Dämon aus. Euer Gewimmer hat hier keine Wirkung. Aua, ey! Niemals. Ich lasse niemals das alles gehört mir. Hammer. Vater, beschützt dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Jo! Einfach ein 2-Meter-Typ! Tötet ihn schnell! Bevor er einen anderen Wirt findet! Aua, das hat wehgetan! Es ist vollbracht! Vater, mein Junge, kannst du mich hören? Der ist genauso wie sein Vater. Bitte, sag etwas. Was soll er denn sagen? Vater? Wo bin ich? Mein Junge, Vater, dir geht es gut. Ich danke euch, Schwester. Sehr gerne. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder, Petra? Petra? In der ersten Reihe? Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Ja, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Vater. Petra. Das war interessant. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovashad gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Jo, einfach so. Man in Black des 10. Jahrhunderts. Okkultist, da muss ich hin. Warte mal, Herstellung von Edelsteinen, da muss ich auch hin. Ich geh mal gucken, was der hier für Waren hat, der Boy hier hinten. Was ist hier? Was macht ihr? Nehmt einfach das Brot, sturer Narr. Es war kostenlos. Ich brauche keine Almosen von diesen Bastarden aus der Kathedrale. Bogen. Ah. Wie viel von dem Zeug habe ich denn? 300. Benötigt Stufe 10. 9. Stufe 10. Soll ich mal eins kaufen? Ein Bogen? Pech gehabt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Benötigt Stufe 11. Bis zum nächsten Mal. War schon besser als meine Waffe.
Guck mal, da ist ein Keller. Was ist hier drin? Nix. Okay. Dann gehen wir dahin. Es gibt schon sehr viele schöne Annehmlichkeiten hier in dem Game. Einfach so was anklicken, dass mir der Weg gezeigt wird. Dann brauche ich nicht andauernd auf die Map gucken, sondern kann einfach der Minimap folgen. Das finde ich schon sehr gut. So. Erzählt mir etwas über die Herstellung von Edelsteinen. Ah, ihr habt ein Auge für Qualität. In ganz Sanctuario werdet ihr keinen besseren Juwelenschleifer finden. Bringt mir eure unbehauenen Steine. Alter, und ich die Steine sind größer Wunder. Als ihr Kopf. Ihr werdet sehen. Smaragd. Mit dir das Smaragd. Herstellen. Rubin. Entsockeln. Sockel hinzufügen. Gegenstand enthält Sockel. Leerer Sockel. Ach krass. Schmuck aufwerten. Was gibt's denn da? Kritischer gegen verwundbare Gegner. Überwältigungsschaden. Schaden für Basisfertigkeiten. 2 Leben beim Töten eines Gegners. Wie viel Leben habe ich denn? 300, das ist auch nicht so viel. I don't know. Ich lasse erstmal weg. Okkultist. Aspekt einprägen. Macht der Kodex. Oder Aspekt aus dem Inventar. Ach so. Erhalten Heilung, Verringerung der Dauer von Kontrolle. Geschwindigkeit ist gar nicht mal so geil. Ach so. Haha. Boah, das kostet voll viel. Das Einbringen dieses Gegenstands fügt ihm einen Machtaspekt hinzu. Okay, damit ist das jetzt legendär. Was ist das? Gegenstand verzaubern. Verzaubert seltene oder legendäre Gegenstände, indem ihr unerwünschtes Affix durch ein neues ersetzt wird. Bis zum Frühling. Aber das Ding habe ich jetzt noch, ne? Also das hier kann ich überall reinmachen. Aber nur einmal, oder wie? Okay, das kann ich nur einmal wo reinmachen. Good to know, good to know. Okay. Jäger, wahres Potenzial. Sprecht mit Leira, eures volles Potenzial zu entfalten. Ja, Moment. Dann lass mich noch einmal kurz hoch zur Truhe gehen. Die Edelsteine da reinpacken. Die Truhe ist halt leider am Arsch der Welt, muss man sagen. Gut. Hier ist sonst nichts mehr. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und stay pam. Ciao.